Was zur Hölle soll ich nur zu Weihnachten verschenken? Leute, ich habe da ein paar gute Ideen für euch. Manchmal ist das gar nicht so einfach, jemanden zu beschenken. Und aus dem Grund gibt es heute ein paar Geschenkideen, über die wir Männer uns auf jeden Fall freuen würden. Und das heißt, du kannst dieses Video auf jeden Fall auch gerne mit deiner Freundin, deiner Frau oder deinem Partner einfach mal teilen. Denn ich bin mir sicher, dass da auch was für dich dabei ist. Geschenkidee Nummer 1 sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich kann für mich sagen, dass Noise-Canceling-Kopfhörer mein Leben tatsächlich so ein bisschen verändert haben. Denn ich reagiere super sensibel auf meine Umgebung und auch auf Geräusche. Und Noise-Canceling-Kopfhörer dämmen diese Geräusche einfach extremst ab. Und egal, ob es jetzt zum Beispiel AirPods sind mit Noise Cancelling oder halt Kopfhörer, die wirklich dein komplettes Ohr umschließen, wie zum Beispiel diese hier von Bose, die ich auch definitiv wärmstens empfehlen kann. Noise Cancelling Kopfhörer sind wirklich richtig, richtig gut, egal ob zum Arbeiten oder zum Reisen. Geschenkidee Nummer 2 ist eine clean, schlichte, zeitlose, minimalistische Uhr, die man problemlos zu jedem Outfit kombinieren kann, wie zum Beispiel diese hier, die ich hier gerade trage, die Philosopher von Nordgreen, die ist zum Beispiel perfekt dafür. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm. Ich habe jetzt die Uhr mit dem weißen Ziffernblatt gewählt und mit dem Dreilinkarmband. Falls du Nordgreen noch nicht kennen solltest, Nordgreen ist eine Marke aus dem hohen Norden und zwar aus Dänemark und ist vor allen Dingen nachhaltig. Und deshalb kommt auch der Name Nordgreen zustande. Das Produktsortiment wird von dem Designer Jakob Wagner designt und verkörpert skandinavisches Design, Minimalismus als auch Nachhaltigkeit. Nordgreen stellt nämlich sicher, dass alle Schritte von der Produktion bis zur Lieferung an den Kunden nachhaltig sind. Von klimaneutral Versand über Verpackungen aus abgecycelten Plastikflaschen bis hin zu veganen Uhren. Und zeitgleich unterstützt Nordgreen 3 unterschiedliche gemeinnützige Organisationen im Bereich Gesundheit, Bildung als auch Umwelt. Und mit jedem Kauf hat der Käufer die Möglichkeit auszuwählen, welche gemeinnützige Organisation aus welchem Bereich er mit seinem Kauf unterstützen möchte. Falls du also noch auf der Suche bist nach einer clean, zeitlosen und minimalistischen Uhr und zeitgleich auch noch was Gutes tun möchtest, dann solltest du auf jeden Fall mal die Uhren von Nordgreen abchecken, denn die sind wirklich problemlos kombinierbar mit jeglichem Outfit. Darüber wird sich auf jeden Fall jedermann freuen. Mit dem Gutscheincode DANIELKORTE bekommst du sogar noch 15% Rabatt auf deine Bestellung. Also check die Uhren von Nordgreen auf jeden Fall mal aus. Mit der nächsten Geschenkidee kannst du ebenfalls nichts falsch machen. Und zwar, wenn du einen hochwertigen und klassischen Duft verschenkst. Da gibt es so ein paar Klassiker, mit denen man auch nichts falsch machen kann und die man auch immer verschenken kann und worüber sich jedermann auch freut. Ich verlinke dir einfach mal ein Video dazu hier oben in den Infocards. Schau dir das gerne mal an. Aber das sind zum Beispiel Düfte wie Tom Ford, Old Wood oder Prada Lomlo oder ein Dior Sauvage. Die sind immer top und da wird sich wirklich jedermann drüber freuen. Jeder von uns muss sich tagtäglich sein Gesicht waschen. Und wenn wir das machen, dann können wir es ja auch direkt schon professionell machen und unser Gesicht wirklich bis in die letzte Pore reinigen. Und das geht am besten mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste. Falls dein Mann also noch keine elektronische Gesichtsreinigungsbürste zu Hause hat, dann ist das auf jeden Fall eine Top-Geschenkidee, von der nicht nur dein Mann profitiert, sondern auch du. Denn so eine Gesichtsreinigungsbürste kann man sich auch easy im Haushalt teilen. Also ebenfalls eine richtig gute Option. Eine andere gute Geschenkidee sind zum Beispiel Bluetooth-Speaker. Auch wenn du zum Beispiel komplett unmusikalisch bist, so wie ich, ich höre zum Beispiel trotzdem gerne Musik, ob unter der Dusche oder nebenbei beim Grillen oder nebenbei beim Arbeiten. So ein Bluetooth-Speaker kann man einfach auch echt gut gebrauchen. Mittlerweile haben die auch einen ordentlichen Wumms, man kann sich mit jedem Smartphone verbinden und ja, Leute, wer hört nicht gerne Musik? Du hast einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel, wir alle haben irgendwie Schlüssel. Und wenn wir alle Schlüssel haben, dann kann man ja auch ganz gut einen Schlüsselanhänger gebrauchen. Es gibt wirklich richtig schöne, clean, schlichte Schlüsselanhänger, die man auch super gut verschenken kann, denn jeder von uns hat nun mal einen Schlüssel. Ich habe übrigens auch noch weitere Geschenkideen auf meiner Storefront bei Amazon hinterlegt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Unter anderem findet ihr da auch einen richtig schönen Schlüsselanhänger. Auch wenn die Karten heutzutage immer weniger und weniger werden und wir mittlerweile auch schon mit unserem Smartphone Dinge bezahlen, gibt es trotzdem so ein paar Karten, die wir auf jeden Fall als Mann, also ich zumindest, immer bei mir haben möchte. Und die Karten müssen wir natürlich irgendwo unterbringen und dazu eignet sich so ein Cardholder perfekt. Und so ein hochwertiger, klassischer, minimalistischer Cardholder in Echtleder von einer hochwertigen Marke, den kannst du tatsächlich auch immer gut verschenken. Machen wir weiter mit einem Gerät, das wirklich jedermann top gebrauchen kann. Ich habe es letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, hat mich so oft gerettet, und zwar ein Multitool. Ein Multitool ist so ein multifunktionales Werkzeug, würde ich schon fast mal sagen, wo eine Zange, eine Schere, eine Säge, ein Schraubenzieher, wo eigentlich alles mit dabei ist. Und wir wohnen halt oben in der Dachgeschosswohnung und damit ich nicht immer extra in den Keller runterlaufen muss, habe ich dieses Multitool in der Küche liegen und wenn ich mal irgendwas brauche, einen Schraubenzieher oder eine Zange, ich habe es direkt da, denn
dieses Tool ist wirklich multifunktional und immer top zu gebrauchen. Die meisten Männer tragen heutzutage Bart und wenn man Bart trägt, dann muss man seinen Bart natürlich passend trimmen. Manche Männer rasieren sich auch. Auf jeden Fall braucht man dazu ein passendes Gerät. Und mittlerweile gibt es heutzutage auch Geräte, die beides können, sowohl trimmen als auch rasieren, als auch stylen. Und wenn der Liebste, der Partner, der Freund, der Mann vielleicht aktuell gerade auf der Suche ist nach einem passenden Gerät, dann kann man auch mal überlegen, so ein Gerät, so ein All-in-One-Gerät, was stylen, trimmen als auch rasieren kann, zu verschenken. Last but not least, Leute, nicht nur für die Alkoholiker draußen, die gerne mal einen schönen Whisky und einen schönen Drink sich zu Hause genehmigen, sondern auch für diejenigen, die mal einen alkoholfreien Cocktail oder eine Apfelschorle trinken. Schöne Gläser. Schöne Gläser kann man immer gebrauchen und aus einem schönen Glas zu trinken, das macht auch schon ein bisschen was her, muss man einfach sagen. Ob du jetzt dieses Standard-IKEA-Glas hast oder ein etwas hochwertigeres Glas mit einer Gravur drin, das macht einfach schon einen Unterschied. Schöne Gläser sind ebenfalls eine richtig schöne Geschenkoption. Weitere Geschenkideen, Geschenkinspirationen findet ihr auf meiner Storefront bei Amazon. Schaut da gerne mal vorbei. Und falls ihr eine schöne Uhr verschenken möchtet, dann checkt auf jeden Fall die Uhren von Nordgreen aus. Denkt dran, mit dem Gutscheincode Daniel Korte erhaltet ihr 15% auf eure Bestellung. Also ich wünsche euch in diesem Sinne viel Spaß beim Verschenken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.